Einige tausend Griechen haben in Athen an den Mord an einem Rapmusiker vor 4 Jahren erinnert. Zu Kundgebungen kam es auch in anderen Städten. Der Marsch in Athen zog vom Parlament zum Sitz der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte. Der Musiker, der als linksgerichtet bekannt war, wurde 2013 von einem Anhänger der Partei getötet. Die Goldene Morgenröte sei keine Partei, sagt eine Demonstrantin. Ihre Büros würde sie dazu nutzen, rassistische Angriffe vorzubereiten. Der Parteisitz müsse geschlossen werden. Der Sohn dieser Frau wurde zusammengeschlagen und schwer verletzt. In dem Fall wurde ein Mitglied der Goldenen Morgenröte verhaftet. Alle müssten gegen die Nazis zusammenstehen, sagt sie, egal was sie sonst glaubten. Die Nazis würden jeden angreifen. Man müsse Antifaschisten in aller Welt ein Beispiel geben. In der ersten Jahreshälfte habe die griechische Polizei mindestens 27 Angriffe verzeichnet, die möglicherweise aus rassistischen Gründen gegen Migranten verübt wurden, sagt der Reporter. Die wahre Zahl sei aber wohl höher, weil viele Opfer Angst hätten, solche Angriffe anzuzeigen. Από την Αθήνα, τον Euronews, Μιχάλης Αραμπατζόγλου.